Tag beim Hundeschwimmen. Also, ich stehe ja auf Schwimmen. Vor allem im Sommer, draußen in einem Badesee. Das ist Justus. Der findet Schwimmen auch ganz toll. Wie man Hunden das Schwimmen beibringt und wie viel Spaß Wassersport mit Hunden macht, das will ich heute herausfinden. Und ihr könnt wie immer mitraten. Die Quizfrage lautet nämlich: Sind alle Hunde Wasserratten? Antwort A: Alle Hunde lieben Wasser. Oder Antwort B: Manche sind auch wasserscheu. So, ich mache mich jetzt auf den Weg in die Hundeschule nach Fürth zu Justus Herrchen, dem Dietmar. Der ist nämlich Hundeschwimmtrainer. Erklärt natürlich auch, warum der Justus so ein guter Schwimmer ist. Und das ist Dietmar mit seinen drei Hunden, Justus, Kalle und Gandhi. In seiner Hundeschule hat er einen Pool, in dem Hunde sozusagen ihr Seepferdchen machen können. Viele Hunde lieben das Wasser und stürzen sich gleich in die Fluten. Das ist nicht immer ungefährlich. Auch Hunde können ertrinken. Deshalb sollte man das Schwimmen immer mit ihnen üben. Schwimmen ist super gesund für Hunde. Wenn sie sich regelmäßig im Wasser bewegen, entlastet das ihre Gelenke und baut die Muskeln auf. Was auch richtig Spaß macht, ist Stand-Up-Paddling. Dabei steht man auf einem Surfbrett und bewegt sich mit einem Paddel vorwärts. Diesen Wassersport kann man sogar mit Hunden machen. Hallo! Hi, hi Dietmar! Grüß dich, hallo! Grüße dich! Hallo alle anderen! Hi. Hallo! Oh, da ist schon ein Hundi! Hallo! Wer ist das denn? Das ist Django! Hi, Django! Ja, cool, Dietmar! Hier ist volles Haus, ihr seid schon voll dabei, oder? Wir sind schon voll dabei. Unser Ziel ist es ja heute, dass die Hunde surfen sollen, ja, mit ihren Menschen, also Stand-Up-Paddling mit rund. Und dazu werden wir auch später an einem See fahren. Aber wir fangen hier mit den Vorbereitungen an. Alles klar, aber wer macht denn heute alles mit? Ja, pass auf, ich zeige dir das mal kurz. Da haben wir Günther. Ja, Günther ist 9 Monate und ist schon mal einmal geschwommen. Ja. Die ist also nicht ganz unerfahren, aber wir schauen mal, ob es heute gut klappt mit ihr. Alles klar. Ne, dann haben wir den Django, der da gerade schon mit seinem Menschen ein bisschen Dogdancing macht. Ja. Die tanzen schon, die zwei. Und Django geht gerne ins Wasser, aber schwimmen war er noch nicht. Der ist also Anfänger. Ja. Ja. Und dann haben wir die Feline, das ist ein ganz junges Mädchen. Ja. Und die ist erst 5 Monate alt. Und die Feline, die hat noch nichts mit Wasser zu tun. Und dann haben wir da hinten noch, ganz im Eck, die Zoe. Ja. Und die Zoe, die wird uns heute mal zeigen, wie man taucht. Oh. Ja, das ist ein Profi. Aber Dietmar, warum nehmen denn hier eigentlich alle Schwimmunterricht? Wir wollen ja später aufs Board und da sind wir an einem See. Mhm. Und wenn die Hunde da reinfallen, müssen sie schwimmen können. Also müssen sie vorher ihr Seepferdchen machen. Ihr Seepferdchen? Jawohl. Ich habe mein Seepferdchen ja schon. Aber bevor es nass wird, werden Trockenübungen auf dem Board an Land gemacht. Und nun? Jetzt werden wir die Hunde mal da drauf führen. Labrador Django fängt an. Okay, du gehst einfach mal zu dem Board hin und wirst den Django da mal drauf führen. Hilfst ihm ein kleines bisschen. Und in dem Moment, wo er drauf springt, sagst du Board dazu. Oder Brett. Ja. Sagst du Board. Ja, super. Und dann darfst du ihn viel loben. Sei stolz auf ihn, das merkt er dann, dass das gut ist. Und streichle ihn ruhig ein bisschen langsamer, weil er ist jetzt aufgeregt. Und durch das langsame Streicheln beruhigen wir ihn etwas. Der lernt das quasi auch gerade erst kennen. Genau, der lernt das kennen, der steht heute zum ersten Mal da drauf. Und dafür hat er das aber gut gemacht. Voll, ja. Schon, ne? Auch für den kleinen Corgi-Mischling ist das Surfbrett ungewohnt. Feline ist noch skeptisch und schnüffelt den neuen Untergrund erstmal gründlich ab. Super, Feli. Das hast du gut gemacht. Und die Günther? Ja, ihr habt richtig gehört. Die Günther hat gar keine Bedenken. Das ging ja richtig flott. Günther war schon mal auf dem Board gestanden. Ah, okay. Für sie ist das nicht ganz neu. Ja. Und da sehen wir auch, wie locker sie jetzt da draufgegangen ist. Total, und dass sie auch Spaß daran hat. Ja. Ja gut, dann haben wir die erste Runde geschafft. Jetzt wird es eine Nummer schwieriger. Jetzt wackelig. An Land ist Surfen natürlich ganz einfach. Also legen wir Luftkissen unter das Board und schon schaukelt es wie auf dem Wasser. Das ist auf jeden Fall eine Nummer wackeliger als vorher. Möchtest du als erstes mal drauf? Ja, dann probiere ich doch gleich mal aus. Jawohl, cool. Okay. So, Mitte. Drauf, jawohl. Knie drauf, ausbalancieren. Super. Gut. Dann ein Knie anheben. Das andere hinterher.
Perfekt. Und stehen. Vollprofi. Tada! Dann dürfen jetzt die Hunde drauf. Mit am Anfang. Das wackelt jetzt recht. Und jetzt gut festhalten. Und du streichelst ihn so ein bisschen, ganz ruhiges Streichen. Klasse. Das ist auch wichtig für den Hund, dass man ihm zeigt, dass man da ist. Dass ihm nichts passieren kann. Genau, dass nichts passieren kann. Der Mensch ist mein wichtigster Partner sozusagen. Ja. Und das soll der Hund spüren. Und das spürt er da. Dadurch wird die Bindung zwischen Mensch und Hund extrem gestärkt. Ja, total. Das tut den beiden gut. Fliegengewicht Feline ist klar im Vorteil und surft trocken los. Im Gegensatz zur großen Günther. Die hat plötzlich Gummi in den Pfoten, rutscht hin und her, obwohl sie schon mal gesurft ist. Django dagegen steht stabil auf dem Board. Na gut, dann ab ins Wasser. Jawohl. Feline macht den Anfang. Als Schwimmhilfe bekommt sie eine Weste, denn die kleine Hündin war noch nie im Wasser. Ja. So, das ist der Pool. Genau. Und da ist eine Rampe, gehen da die Hunde rein? Die Rampe ist genau für die Hunde. Und da sollte man auch drauf achten, falls man zu Hause einen Pool hat und einen Hund hat, er sollte immer die Möglichkeit haben, auch wieder rauszukommen. Ja klar, ja. Über die Leiter kann der Hund nicht raus. Genau. Ja. Und deswegen die Rampe und da werden wir nachher die Hunde runterführen. Oh, es ist kalt. Okay. Ist jetzt ja eine totale Anfängerin. Richtig, ja. Worauf müssen wir denn da jetzt gleich achten, wenn sie ins Wasser kommt? Dass wir sie nicht überfordern. Das ist erstmal das Allerwichtigste, weil das sehr anstrengend ist für die Hunde, auch vom Kopf her. Ne? Sie müssen überlegen, was da passiert. Ja. Und da dürfen wir nicht zu viel machen. Feline ist sehr misstrauisch. Was soll diese komische Rampe? Und warum soll ich ins kalte Wasser? Und wie tief ist das überhaupt? An der Stelle müssen wir ein bisschen überreden. Freiwillig würde sie jetzt nicht hier reingehen, ja. Weil sie nicht erkennen kann, was das hier ist. Es ja. Ist sehr klar, das Wasser. Aber sie war ja auch nicht drin. Zeit. Sie war noch nicht drin. Wir geben ihr Zeit. Okay. Ja. Und drin ist sie. Okay. Das erste Mal im Wasser? Ja. Jawohl. Und wir lassen sie gleich wieder rausgehen, dass sie weiß, wo der Ausgang ist. Ja. Super! Damit sie sich daran gewöhnt, folgt direkt Runde 2. Sehr aufgeregt, deswegen fiebt sie so. Ja. Komm her, Schatz. Schwimmen. Komm her. Komm her. Jawohl, super. Klasse. Feline besteht also ihr Seepferdchen und hat damit die Lizenz zum Surfen. Können eigentlich alle Hunde von Haus aus schwimmen? Nein. Es gibt Hunde, die angeblich einfach untergehen, wenn sie ins Wasser kommen. Mhm. Ich habe es noch nicht erlebt, aber mir wurde es erzählt. Ja. Und es gibt manchmal Hunde, die wackeln so ein bisschen hin und her beim Schwimmen. Die sind da nicht ganz stabil. Und da sollte man dann unbedingt eine Schwimmweste anziehen. Okay, sehr gut. Wie ist das denn mit Leckerlis? Kann man Hunde ein bisschen locken, dass sie leichter ins Wasser gehen? Ja, das können wir machen mit Leckerlis. Aber damit locken wir Django nur, bis er im Becken ist. Und tatsächlich, er lässt sich überreden. Ja, super! Im Wasser gibt es dann keine Leckerlis mehr. Django könnte unkontrolliert danach schnappen und uns aus Versehen in die Finger beißen. Also hat der Django sein Seepferdchen auch bekommen, oder? Ja, hat sein Seepferdchen. Weiter geht's mit Günni. Und die hat so gar keine Lust aufs Schwimmen. Wenn sie sich doch so stark wehrt und gar nicht rein will, dann soll man es auch sein lassen und sie nicht zwingen. Ja. Wir wissen, dass sie schwimmen kann. Also sind wir gesichert, wenn wir Stand-Up-Paddling machen. Aber ich würde sie jetzt nicht zwingen. Ist es denn rasseabhängig, ob die Hunde Lust auf Schwimmen haben oder nicht? Die meisten gehen gerne ins Wasser. Und dann gibt es so Rassen, die nicht so gerne ins Wasser gehen. Rhodesien, Ridgeback zum Beispiel, die sind eher wasserscheu. Die Günther hatte jetzt ja nicht so Lust auf Schwimmen. Aber wir haben hier noch die Zoe. Die ist eine richtige Wasserratte. Und die zeigt uns jetzt mal, wie sie tauchen kann. Dafür versenkt Dietmar einen Gegenstand. Und tada! Die portugiesische Wasserhündin Zoe tut, was sie tun muss. Sie taucht. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das genauso gut kann wie Zoe. Puh,
bin zwar kein portugiesischer Wasserhund, aber das mit dem Tauchen kriege ich auch ganz gut hin. Bei bestem Badewetter geht es an den Rotsee. Django, Feline und Günther sind alle schwimmgeprüft und bereit für die Stand-Up-Paddle-Stunde. Zur Sicherheit bekommen alle Schwimmwesten verpasst. Ich lasse schon mal die Boards ins Wasser. Feline macht mutig den Anfang. Wie verhält man sich denn am besten, wenn man mit dem Hund auf dem Board ist? Am besten nicht zu nah am Rand fahren, weil die Hunde da oftmals abgelenkt sind und dann vielleicht auch mal vom Board runterspringen. Ja. Ansonsten müssen die Hunde keinen Platz machen, sie müssen keinen Sitz machen, sie sollen sich frei bewegen. Wenn aber ein Hund unruhig wird, dann sagen wir gerne mal Sitz, vielleicht kommt er da besser zur Ruhe. Die Leine kommt ab, damit Feline sich nicht verheddert, falls sie ins Wasser fällt. Sieht ganz gut aus. Jetzt ist die Feline reingefallen. Aber Dietmar springt direkt ins Wasser und bringt die kleine Feline zurück zum Board. Hallo, du kleine Wasserratte. Ich wollte unbedingt ins Wasser. Ja, Mensch. Aber ist ja noch mal alles gut gegangen. Denn Dietmar ist ja gleich hinterhergesprungen. Als nächstes ist Wackelkandidatin Günther an der Reihe. Mit einem Satz ist sie an Bord und schippert vorsichtig los. Boah, das war knapp. Gerade noch gerettet. Wenn die Günther jetzt reingefallen wäre, wie wären die beiden denn wieder zurück aufs Board gekommen? Dann klettert zuerst der Mensch aufs Board zurück und dann setzt er sich normalerweise im Idealfall so aufs Board und hat dann die Kraft, den Hund am Halsband oder am Geschirr von hier wieder hoch aufs Board zu ziehen. Sehr gut. Ja, Dietmar, jetzt habe ich so viel zugeschaut, jetzt will ich ja auch mal was machen. Okay, dann würde ich sagen, darfst du mal mit Justus was machen? Ja, cool. Er ist eigentlich Profi, wir schauen mal, ob alles klappt. Alles klar. Ja? Justus, und hallo, komm aufs Board. Der Neufundländer liebt es, auf dem Board zu stehen. Der ist ja wirklich ein Profi. Ja. Ja, wir sind ein sehr eingespieltes Team. Na, wie hat euch eure Stand-Up-Paddle-Stunde gefallen? Gut? Super. Ja, sehr gut. Sehr schön. Also, ich bin auch sehr zufrieden. Es hat alles geklappt. Das ist doch perfekt. Und bevor ich jetzt noch eine Runde mit dem Justus drehe, löse ich aber die Quizfrage auf. Ich wollte vorher von euch wissen, sind alle Hunde Wasserratten? Antwort A, alle Hunde lieben Wasser. Oder Antwort B, manche sind auch wasserscheu. Hm? Richtig, Günni, danke. Antwort B ist natürlich richtig, manche sind auch wasserscheu. Ich drehe jetzt noch eine Runde mit dem Justus. Freue mich auf unsere nächsten Abenteuer. Macht's gut. Tschüss.